I just call to say I love you. Din, 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 I just call to say how much I care. So, was geht denn ab, Alter? Wir haben die Geburtstagswoche immer noch von Nisa. Nisa hat immer noch Geburtstag. Er ist ja nicht wie ein normaler Mensch. Er hat kein Gebiss wie ein normaler Mensch. Er sieht nicht aus wie ein normaler Mensch. Deswegen hat er auch keinen Geburtstag wie ein normaler Mensch. Denn er hat immer the week birthday. Ja, ich mach so wie Diddy, wenn er so einen Geburtstag feiert. So one week birthday. So alles extravagant. Alles extravagant und Beyoncé. Ja, wir müssen eigentlich müssen wir mal so uns selber zelebrieren, unabhängig vom Geburtstag. Wir müssen so irgendwo hinfliegen, was Geiles mieten und einfach uns feiern, was wir so erreicht haben. Warum machen wir das nicht? Ja, das müssen wir echt machen. So nach New York. Man muss ja erstmal was erreichen. Ja, genau, so. Wir haben was erreicht. Was denn? Doch. Wir haben was. Außerdem habe ich Geburtstag, da muss man halt nach dem Mund reden. Ja, das stimmt. Haben wir was erreicht? Ja, voll, wir sind voll krass. Ich finde die Idee gut. Ich finde es auch mal schön, dass du es ansprichst. Ja, wir gehen so, wir mieten uns die Trump Plaza. Wie du möchtest. In New York. Wie kostet die ein Amt? Das, was du willst. Nein, wie viel kostet die? Keine Ahnung. Was denkst du? Aber können wir uns das leisten oder nicht? Du Nein. Ja. Ja, klar. Ja. Ich lebe dann in einer Zimmerwohnung. Ja, okay, eigentlich. Also ich habe echt einen kleinen Schrank. Immer wenn ich neue Klamotten habe, muss ich die alten wegwerfen, weil es nicht passt. Wie, du wirfst die weg? Ja, ich habe keinen Platz. Du machst, jetzt machst du Spaß. Nein, ich werfe die nicht in den Mülleimer, aber ich entsorge die. Wenn ich mehr als 4 Schuhpaare habe, muss ich immer weg. Deswegen sage ich schon, hört auf, mir Schuhe zu kaufen, hört auf, mir Klamotten zu bringen. Hä? Ja, ich habe doch keinen Platz. Du kennst doch meine Wohnung. Ja, aber du kannst ja bei deinen Eltern was hin. Nein, da muss ich immer hinfahren, zurück, kein Bock. Du glaubst doch nicht, wenn ich 2 Schuhpaare zu meinen Eltern bringe, dass ich die irgendwann nochmal anziehen werde. Ich brauche die doch bei mir. Deswegen entsorge ich die immer, ich verschenke die. Oder tue die in Altkleidersammlung. Obwohl ich erfahren habe, dass die Altkleidersammlung, dass das auch Betrüger sind. Weil ich dachte immer, die gehen in so bedürftige Länder und verschenken das. Weil ich werfe das ja da rein. Aber nein, die gehen dahin und verkaufen das. Nein. Doch. Richtig. Wer sagt das? Habe ich von einem erfahren, der mal in so einer Organisation gearbeitet hat. Also die verkaufen das. Die gehen jetzt nicht zum Beispiel nach Senegal und verkaufen meine alten Adidas Superstar auch für 80 Euro. Aber die verkaufen die da. Für 5 Euro, für 10 Euro. Die verschenken das nicht. Und das ist richtig asozial. Boah, wenn das stimmt, ne? Ja. Aber ich schaff's trotzdem noch ab und zu da rein, aufgrund von Faulheit. Oder ich spende oder ich lasse es nach Nordafrika schicken. Aber wenn meine, also immer wenn ich ein neues Klamottenpaket bekomme, ich muss immer die alten entsorgen, weil ich habe keinen Platz. Deswegen auch die Fans, wenn die mir immer was schenken, das tut mir so leid, weil es zu 99,9% in den Keller kommt. Okay, meine Damen und Herren. Oder hier im Büro, weil ich keinen Platz habe, ich habe keinen Platz. Da möchte ich gerne mal diese Situation nutzen, dass an andere Zuhörer. Ihr könnt uns gerne auf Instagram schreiben, aber an alle YouTube-Zuschauer, schreibt doch gerne mal in die Kommentare, was ihr mit euren alten Klamotten macht. Weil viele bringen es in den Keller, viele verschenken das, viele machen einen Flohmarkt. Warum machst du keinen Flohmarkt? Ich als Nisa. Ja, warum nicht? Bist du nicht der Sohn deines Vaters? Doch, aber... Und der wird das begrüßen? Nee, Flohmarkt nicht, dafür ist mein Vater zu eitel. Ich würde sagen, was bist du für ein Penner? Achso, du sollst Aushilfe kannst du arbeiten, ja, als Star. Ja, ich durfte nie irgendwo auch Sachen verkaufen, hat das immer gehasst. Und Sachen verleihen und so. Boah, echt? Das hat mein Vater gehasst, Alter. Der so, verkauf nix. Gibt kein Verkaufen, verleih nix. Deswegen, Flohmarkt. Aber ich habe Flohmarkt immer gemocht, jetzt, wenn ich so überlege. Warst du so früher da? Ja. Ich habe immer so alte Videokassetten und so gekauft auf dem Flohmarkt. Was gabst du da? Ja, hast du mal so ein paar Schätze gefunden? Ja, klar, weil, also ich war echt so ein Flohmarktgänger. Echt? Ja. Das glaube ich dir sogar. Nein, wirklich. Ich sag dir, erklär dir auch warum. Ja. Weil Deutschland ist ja bekannt dafür, dass in die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien hat ja damals immer alles zensiert. So, die sind heute natürlich ein bisschen lockerer, aber damals bei den Filmen waren die extrem. Also gefühlt jeder Van Damme, Schwarzenegger, Stallone, der Horrorfilm aus den 80ern wurde zensiert und indiziert. Die hast du also uncut gar nicht mehr bekommen. Und vor allem so Klassiker wie so Braindead oder Tanz der Teufel. Das heißt, du musstest auf Flohmärkte und die dir dann, und dann gab es da immer irgendeinen. New Jack Sänger. Der ist ganz tief. Oh mein Gott. Ja, das ist ganz tiefgründig. Oh mein Gott. Der dann so Filme verkauft hat. Und dann. Original?
Ja, original. Immer so richtig original Videokassette. Und da hast du dann diese Sachen bekommen. Wie viele Videokassetten hast du noch? Also, ich habe leider, also das sind Sachen, die ich wirklich bereue. Vor allem, weil ich merke, dass durch die Digitalisierung, die auch teilweise bestimmen, wie gesagt, weil wir wissen, dass Sachen, die nicht mehr in die politische Kluft, in die politische Stimmung passen, werden zensiert, geändert. Deswegen sollte man echt immer die Originalfilme haben. Videokassette wäre halt so schön, wenn du jetzt so einen Vintage-Raum dir... Ich habe eigentlich alles verschenkt, vergeben bei meinen Geschwistern. Bei meinem kleinen Bruder in seinem Schrank ist noch so ein, sind noch so zwei, drei Filme von mir von früher. Das war's. Aber ich hatte so viele Videokassetten. Ich war auch voll stolz. Ich hatte eine richtig riesige Sammlung. Auf die, ich bereue die mehr als die DVD- und Blu-ray-Sammlung. Echt? Ja, weil das sieht einfach geil aus, so Videokassetten. Du hättest die überall auf. Aber ich war echt so ein Flohmarktgänger. Ich habe so ein Plastikding, ne? Ja, genau, so Plastik hast du aufgemacht. Und dann hast du immer geguckt. Ungeschnitten ankert, hast du die Zeit an. Und du musstest ja damals fix sein und dich erkundigen über Zeitschriften, weil du konntest ja nicht kurz googeln. Okay, ist der ankert oder war ja nicht. Ich kann mich erinnern, guck mal, wie faszinierend. Das können sich die Leute heute gar nicht mehr vorstellen. Heute ist das so normal, dass wir Handys besitzen und so miteinander reden können. Ich kann mich erinnern, das war mit Sebastian Schopp. Schöne Grüße an Schopp. Wir waren im Flohmarkt. Ich kann mich noch ganz genau erinnern. Wir waren kleine Kinder und dann habe ich Walkie-Talkies gesehen. Und das war schon so ein Science-Fiction-Konzept, dass du einfach nicht mit einem Haustelefon, sondern mit losen Geräten miteinander reden kannst. Und dann haben wir den Verkäufer gefragt, ey, kann man da miteinander sprechen, auch in Wohnungen? Dann sagt er, wir sind die Wohnungen entfernt. Weil so habe ich ja Shop kennengelernt. Shop ist ja mein Nachbar gewesen. Das ist wie bei euch in der Wohnung. Ich habe im dritten Stock, er hat im Erdgeschoss gewohnt. Das heißt, es waren nur zwei Stockwerke zwischen uns. Also eins und zwei. Krass, und sind bis heute noch befreundet. Ja, und dann hat der Verkäufer gesagt, das funktioniert. Das funktioniert ohne Wand. Hat er dann erklärt, hast du so 200 Meter mit Wand so 20 oder so. Keine Ahnung, wie die Begrenzung war. Dann weiß ich noch, da haben wir unsere Eltern überredet, dass die uns das kaufen. So, da habe ich von meinem Vater Geld geholt, wir haben es gekauft. Was weiß ich, wie es damals kostet, 30 Mark oder so. Ey, und dann sind wir nach Hause, Batterien rein. Ich kann mich noch erinnern, ich so, okay, Shop, wir testen das jetzt. Das war so voll aufregend. Der so, okay, ich gehe jetzt runter. Und wenn er runtergeht, du kannst ja nicht sagen, so bei WhatsApp schreiben, okay, ich bin bereit, wir machen das jetzt, sondern du musst dich einfach darauf verlassen. Der ging dann, ist runtergefahren in seine Wohnung. Ich habe so auf die Uhr geguckt, wie lange das ungefähr dauert. Und dann, ich bin an meinem Walkie-Talkie und auf einmal höre ich so, Kufft, Nisa, hörst du mich? Over. Dann macht das so aus. Und ich so, oh mein Gott, ich höre dich. Wir können reden, obwohl du in einer anderen Wohnung bist. Ey, krass. Wir sind durchgedreht. Ich bin zu Hause, ich so, Mama, komm, ich kann mit dir reden. Das ist heute für die Leute ganz normal. Der war da einfach 28. Ja, du... So einfach ein alter, erwachsener Mann. Ey, und dann weißt du, dann habe ich im Bett, weil mein Kinderzimmer war genau über Shops Kinderzimmer, also von der, die Räume waren gleich. Ja, ja. Ey, und dann weißt du, haben wir nachts immer ins Bett gelegt, dann habe ich so mit Shop geredet über Walkie-Talkie, so kscht. Und dann, und du konntest ja auch nicht gleichzeitig reden, ne? Der eine muss reden, dann Knopf loslassen, dann redet der andere. Guck mal, wie krass das war. Das heißt, wenn du, ey, den Walkie-Talkie ist doch das Beste für so eine Ehe. Ja, brutal. Weil dann kann die ja nicht reden. Genau, weil wenn du... Kannst du nur deine Meinung sagen, ja, und dann... Ja, wenn du, weil du keinen Bock hast, dass die Antwort machst du sowieso. Was, wie am Stamm? Ja. Ey, das ist eine geile... Geile Sache. Ja, aber Frauen sind ja heute oft mit denen in einem Raum. Oder man holt sich so eine Frau, die nicht weiß, dass es Smartphones gibt. Du sagst, ey, wir können nur über Funkgeräte kommunizieren. Boah. Ja, aber die lernt das ja voll schnell. Fernbeziehung, wie brutal das damals war. Nur bei Brief, der alle so 6 Tage ankommt. Krass. Ich glaube, du hast so einen Streit, der über Wochen geht. Ja, ey, das war schon krass, der ja, damals. Flohmarkt war ein geiler Style. Was hast du noch so beim Flohmarkt gekauft? Walkman, Discman, so. Discman konntest du nie in die Tasche machen. Ja, das hat abgefuckt. Weil es hat die ganze Zeit gesprungen. Gesprungen und das war so dick. Manchmal hast du so weite Hosen, hast du so die Tasche aufgerissen, damit das reinkommt. Und ja, viel Musik auf Flohmärkten. CDs, alte Kassetten. Weil da hast du immer so geile Sachen gefunden. So, ich bin gerne zum Flohmarkt gegangen. Wirklich. Aber du durftest nie verkaufen? Nein, niemals. Auch wenn ich zu meinem Vater manchmal gesagt habe, ey Papa, komm, ich brauche... Nein, es wird nichts verkauft. Bist du ein Penner, dass du Sachen verkaufst? So, der war ja so voll streng bei sowas. Alles muss so... Aber du hast jetzt nichts gefunden, irgendeine so Spider-Man-Figur, die so selten ist oder so? Ich glaube, ich habe mal so...
Oder die erste Batman-Ausgabe von 2003, weil der Schriftsteller sich geändert hat oder sowas. Ey, was ich mal gemacht habe, ist, ich kann mich erinnern, ich habe, daran kann ich mich erinnern, ich habe in irgendeinem Laden, ich glaube, das war 97, war das 97, 96, der kam von Marvel Deutschland die Spider-Man 1 raus. Also Marvel Deutschland war der neue Verlag, der die Marvel Comics auf Deutschland rausgebracht hat. Vorher war das der Condor Verlag. Dann ist das Marvel Deutschland geworden. Und 97 hat Marvel Deutschland die erste Spider-Man-Ausgabe rausgebracht. Und da gab es eine goldene Variante davon, mit so goldenem Cover. Die hat 3 Mark mehr gekostet. Die habe ich mir gekauft. Und weil mir das Cover nicht so gefallen hat, wie die normale Ausgabe, habe ich das irgendeinem Typ gegeben, glaube ich. Und dann später war das Ding so einfach 15.000 Mark wert. Und so Sachen sind mir 1000 Mal in meinem Leben passiert. So hängen geblieben. Du zerreißt auch so Kartons. Und ja, so ja, ja. So einfach. Ich habe schon so dumme Sachen gemacht. Glaub mir, ich habe schon die dümmsten Sachen gemacht. Das Schlimmste in meinem Leben, das Schlimmste, was so normal war, ist, mein Vater hat so einen guten Tag und schenkt mir 50 Mark. 50 Mark. Weiß ich, wie viel das war damals. Mhm. Ich gehe aus der Wohnung raus, fahre am Fahrstuhl runter, vor der Tür, das Geld ist schon weg. Warum? Weil ich es irgendwo unterwegs in diesen 6 Metern verloren habe. Das ist nicht dein Ernst? Ja, guck mal. Du warst als Kind schon so. Du verlierst dich ja bis heute noch alles. Ey, frag mal meinen Vater. Weißt du, wie viele Schläge ich bekommen habe wegen so Sachen? Weißt du, wie oft mein Vater erzählt das heute? Wenn du mit meinem Vater so anfängst zu reden, ey, erzähl, der sagt, oh, dann erzählt er, der redet sich so richtig in Rage. Weißt du allein, wie viele Fahrräder ich verloren habe? Ich bin so ein richtig verstrahlt. Also, manchmal habe ich das Gefühl, meine Eltern haben sich in Hiroshima kennengelernt. Weil du so verstrahlt bist? Ey, weißt du, wie oft mein Vater erzählt? Der meinte, das habe ich nie verstanden. Ich komme einfach nach Hause, müsst ihr euch vorstellen, ne? So 8-jähriger Junge. Ich komme nach Hause. Setze mich so hin. Alles ist ganz normal. Guck Fernsehen, leg mich ins Bett. Und dann kommt zum Beispiel mein Vater nach Hause und sagt, ich war gerade in der Garage. Also im Kellerraum, weil er irgendwas hochholen musste. Nisa, wo ist dein Fahrrad? Und dann fällt mir, während ich im Bett bin, einschlafe ein. Stimmt, ich bin zur Schule mit dem Fahrrad gefahren. Ich schwöre, das ist die Wahrheit. Ich fahre mit dem Fahrrad, gehe zu Fuß nach Hause. Und merk's nur, weil mein Vater das anspricht. Ich schwöre dir. Bruder, das hast du vor einem Jahr schon gemacht. Das hat sich ja nie geändert. Ja, das ist ja das Schlimme. Ich bin wirklich verpeilt und unkonzentriert. Das ist genau so, du fährst jetzt nach Köln zum Auftritt und läufst nach Hause oder fährst mit dem Zug. Ja, das wäre genau, das passiert Gott sei Dank so nicht mehr. Voll oft, mein Vater sagt, der sagt selber, Nisa hat mich 5000 Mark an Fahrrädern gekostet. Ja, aber warum? Verpeilt, einfach so verstrahlt. Wirklich. Ich habe meinem Vater echt viel Geld gekostet, der Arme, wirklich. Und mein Vater, du weißt, wie der ist. Yeah. Der hat mir nicht nur so, weil er gesagt hat, nein, ich möchte nicht, dass die anderen Kinder auf meinen Sohn herabblicken und sagen, ah, guck mal, die können sich keine guten Fahrräder. Der hat mir immer auch das teuerste Fahrrad gekauft. Wie kann man mit dem Fahrrad zur Schule fahren? Ich schwöre, und zu Fuß nach Hause. Ich verstehe das nicht. Ich selber nicht, bin ich heute über Nacht geschaut und ich merk's nicht, wäre ich so auf halbem Weg. Sondern ich bin zu Hause und ich merk's nicht mal dann. Ich merk's, weil ich weiß, immer wenn ich mit dem Fahrrad nach Hause gefahren bin, auch so vom Spielen. Ich musste das immer in den Keller bringen. Kannst ja nicht mit hochbringen. Das heißt, ich musste immer so die Treppe runter, dann war so ein Keller. Ich hatte einen Schlüssel dafür, aufgeschlossen, Fahrrad rein, abschließen. Und mein Vater war im Keller und er wusste, ich war draußen. Der meinte, wo ist dein Fahrrad? Und dann sage ich einfach... Und wo warst du denn? Ja, am Schulhof. Und dann ging mein Vater hin, war weg. Natürlich, geklaut. Ich habe sie auch nie abgeschlossen, obwohl mein Vater immer mir eine Kette gekauft hat. Deswegen wird auch sehr oft mein Fahrrad geklaut. Und da hat mein Vater es immer ausgehalten. Weißt du, was mein Argument war, warum ich nicht abgeschlossen habe? Guck mal bitte, wir hängen geblieben mit 8, 9. Habe ich gesagt, ja, weil immer die uncoolen Kinder das abschließen. Ich will nicht so wie die uncool sein. Guck mal, wir hängen geblieben. Hat sich ja nichts geändert bis heute. Das war mein Argument, dass ich mein Fahrrad nicht abschließe. Ja, das machen so die Spasti-Kinder. Ich bin ein cooler Typ. Ich schließe mein Fahrrad nicht ab. Dann so einfach 12 Mal geklaut. Das ist aber dann egal. So, dass du dann den Dummkopf vom Land bist. Ne? Das ist dann... Ey, krass. Boah.
Führerschein hast du direkt geschafft, ne? Nein. Theorie beim dritten Mal erst. Wirklich. Theorie beim dritten Mal. Ich kann dir auch erklären, warum. Ja, weil du faul warst. Nie gelernt. Immer auf, guck mal, du darfst das Privileg, das ich hatte. Ich muss dir ehrlich sagen, ich bin ihm auch sehr dankbar. Danke, Reda. Ich bin ihm auch sehr dankbar. Mein Vater hat das ja alles bezahlt. Und deswegen hat mein Vater sich auch immer aufgeregt. Der hat gesagt, deswegen ist dir das egal, weil ich das bezahle. Wenn du das selber bezahlen würdest, dann würdest du dich darüber aufregen. Ja. So, aber weil er, und ich glaube, er hat recht. Das juckt dich nicht, weil ich das zahle, sagt er. Theorie, erste Mal, ich schwöre euch auf alles, nicht einmal habe ich dieses Blatt geholt und habe mir irgendwas angeguckt. Ich habe gesagt, ich gehe, ich kreuze irgendwas an. Ich hätte schon Glück haben. Durchgefallen. Nächste Prüfung mache ich genauso. Ich lerne nicht. Ach, ich werde es schon irgendwie hinkriegen. Dann fürs dritte Mal, guck mal. Und das soll ja eine, das ist ja eine Lektion, eine Lehre. Wisst ihr, was beim dritten Mal passiert ist? Ich habe einfach wirklich gelernt. Ich habe mich hingesetzt, tagelang, stundenlang gelernt und dann bin ich hin und habe ich bestanden. So, zweimal umsonst einfach verschenkt. Einfach auf cool gemacht. Guck mal, hättest du nur einmal gemacht. Aber mir muss es zweimal passieren, damit ich lerne das eine Mal recht nicht. Und beim. Und Praxis weiß ich noch, warum ich das erste Mal durchgefallen bin. Das hat mich so aufgeregt. Weil es wirklich sinnlos ist. Es ist das Gesetz, aber ihr müsst zugeben, das ist Quatsch. Wisst ihr wie? Hm. Ich weiß so ganz genau. Ich weiß sogar, wo das war. Man fährt in die Innenstadt, ne? Man fährt so in die Innenstadt wie so in Wiesbaden und dann musst du so hochfahren. Das ist aber die Innenstadt. So. Da ist nur Schrittgeschwindigkeit, weil du in die Innenstadt fährst. So. Ja. Ich bin im zweiten Gang, aber wirklich die gleiche Geschwindigkeit, als wäre ich im ersten Gang. Das war 20, das konnte ich auf dem Tacho sehen. Bin ich durchgefallen. Weil er gesagt hat, nein, du hättest halten müssen, in den ersten Gang schalten und dann rein in die Stadt. Ich höre, das war noch die Argumente. Ich weiß noch. Das ist Quatsch. Aber so ist das Gesetz. So. Halten vom Stoppschild in den ersten Gang und deswegen bin ich durchgefallen. Boah, das hat mich aber aufgeregt dann. Ich so, boah, das ist doch krass. Ja. Und dann weiß ich noch, wie mein Vater ausgerastet ist. Wie war es mit Schulmaterialien? Genauso. Mäppchen liegen gelassen, mein Vater kauft neuen Füller. Ich mach so zu fest, dann geht er kaputt, der bricht ab. Boah, ich war wirklich so ein schlimm. Also ich war, wie gesagt, ich war an, auch mein Vater hat ja, ich habe ja in den ersten 6 Wochen, darüber regt sich ja mein Vater heute noch auf, der sagt, wer, welcher Vater macht das mit? In den ersten 6 Wochen nach meinem Führerschein habe ich 3 Autos zu Schrott gefahren. 3. Der hat mir 3 Autos gekauft in den ersten 6 Wochen, mein Vater. Eigentlich auch selber schuld, was das für eine verwöhnte Erziehung. Ja, wirklich jetzt. Ich will zugeben. Nein! Du hast einen Fehler gemacht. Nein, ich gebe jetzt zu. Den alten Mann. Was ist das? Ich hätte meinen Sohn vor den Zug geworfen. Ja, aber wie ich weiß noch, wie das erste passiert ist. Ja, wollte ich gerade sagen, wie sind die so umfüllt? Das weiß ich doch ganz genau. Boah, ey, mein Vater ist ausgerastet. Ich bin zu meinem Vater zum Autohändler gefahren. Ja. Ich weiß noch ganz genau. Der Autohändler war hier. Ich bin zu meinem Vater zum Autohändler gefahren, wo mein Vater mir das Auto für mich gekauft hat. Weil der sollte doch irgendwas überprüfen. Da ist das Tor, ne? Ich fahr so vorbei, fahr kurz zu schnell, fahr vorbei. Seh so, ich so, ey, ne, wink noch, mach so auf cool. Weil mein Vater und der Autohändler und noch so ein Kollege von ihm waren auf dem Platz. Du weißt ja, wie so ein Autohändler aufgebaut ist. Und das ist so. Und ich so, ey, fahr so vorbei. Und dann mach ich so Rückwärtsgang und gib so Vollgas, fahr zurück und hinten, das ist ja eine ganz normale Straße. Ich fahr zurück, so mein Vater, boom! Vor dem Land. Vor der Werkstatt, mein Vater, der Autotyp auch so. Da mein Vater direkt so, ja, ist ein neues Auto, ich musste noch, hat er mir da noch direkt das andere gekauft. Ist nicht dein Ernst. Ich weiß noch, ja. Warum bist du aber rückwärts gefahren? Schau, aber ich hab, weil ich auf cool gemacht habe. Ich bin ja so hin, ich war ja neu, ich hab ja neuen Führerschein. Auto, ich sehe die so, mein Vater und seine 2 Freunde, ich will so auf cool. Ich so, ey, ich bin da. Und dann sagen die, ja, fahr rückwärts und fahr zurück. Und ich bin so zu weit gefahren, weil, ich habe nicht gehalten, Fenster runter gemacht und gewunken, sondern das habe ich in der Fahrt gemacht. Und ich so, ja, ja, ich komme jetzt. Und ich fahre genauso. Und das war eine Einbahnstraße in eine Richtung. Hab nicht geguckt im Rückspiegel, ob hinten einer kommt. Aber hinter mir war einfach ein Typ. Aber der ist schuld, der ist hier draufgefahren. Nein, ich war schuld. Weil er ist normal gefahren und ich bin rückwärts gefahren. Ach so. Ich war so gesehen ein Geisterfahrer. Okay. Und du darfst ja gar nicht in dieser Straße. Ist dir was passiert?
Nein. Mein Vater kam so, ey, Hauptsache, dir ist nichts passiert. Aber in seinem Gesicht habe ich gelesen, wärst lieber du gestorben. So. Und dann das zweite? Zweiter Unfall, das war der zweite Unfall, weiß ich, das war der Mercedes von meinem Vater. Ja, Mann. Und das war so ein geiler Benz, diese 80s-Benz-Autos. Ey, daran kann ich mich erinnern. Und das war der Tag, seitdem schnalle ich mich auch immer an. Klar, mittlerweile moderne Autos piept mir auch, wenn du dich anschaust. Aber guck mal, weil ich habe mich nie angeschnallt, ich habe das gehasst. Auch als Beifahrer. Und da kann ich mich erinnern, ich weiß sogar noch wo, ich bin von Bonn-Tannenbusch, ich weiß genau, wo das war. Von Bonn-Tannenbusch fährst du hoch auf die Brücke, um dann in Richtung Godesberg zu fahren. Ich fahre von Bonn-Tannenbusch, also wenn du von Bonn-Tannenbusch kommst, gegenüber ist dann der Meckes und der Burger King, du kannst so rechts hoch auf diese Brücke. Ey, ich fahre hoch und ich kann mich erinnern, ich habe noch so diese neuen MP3-Player gehabt. Da war so 256 MB drauf oder so, du konntest so 15 Songs drauf machen. Und ich hatte so meinen MP3-Player. Ich weiß noch ganz genau. Und mein Vater hat mich noch gewarnt, als ich ins Auto gestiegen bin, weil ich konnte nicht Auto fahren. Der so, wohin fährst du? Ich so, ja, ich bin nur hier, kurz. Ich fahr Auto, guck mal, wie hängen geblieben ich bin, mitten auf der Autobahn. Fällt mir der MP3-Player runter, während ich fahre. Weißt du, was ich mache, während ich 120 auf der Autobahn fahre? Ich höre so. Einfach verpeilt. Ich schwöre dir, das ist kein Scherz. So, aber jetzt sage ich euch noch was krasses. Jetzt sage ich euch das Allerkrasseste. Aus irgendeinem Grund, und ich war bekannt dafür, ich mache es nie, ich weiß nicht warum, aus irgendeinem Grund habe ich mich vorher kurz angeschnallt. Klack. Ich weiß nicht mehr warum. Ich glaube, weil ich gesagt habe, ja komm, bevor ich den suche. Nee, ich weiß nicht. Ich habe mich aus irgendeinem Grund, habe ich mich angeschnallt. Ich weiß nicht, warum bin ich an der Polizei vorbeigefahren, hatte Angst. Ich weiß, aus irgendeinem Grund, den ich mir heute nicht erklären kann, habe ich mich angeschnallt. Vielleicht auch so ein inneres Gefühl. Ey, ich fahre 120 und mach so. Dann komme ich hoch. Ich sehe nur so Leitplanke, so. Boom. Auto hebt so ab, überschlägt sich. Ja, dreht sich so mitten auf der Autobahn. Ich habe den Schock meines Lebens. Irgendwann kommt so ein Laster angefahren, der hält an, der steigt so aus. Ich kriech so aus dem Auto, nachdem ich so wach werde. Voll Schock. Realisiere gar nicht, der LKW-Fahrer kommt und sagt, alles okay bei Ihnen, alles okay. Ich so, ja. Ich drehe mich so um, mein Auto. Der so, alles okay, Sie haben sich gerade über... Gucken Sie, wie das Auto, alles okay. Ich drehe mich um, ich sehe das Auto. Ich so, mein Vater wird mich umbringen. So, ne, dann kommt die Polizei. Ich kann mich erinnern. Die Polizei kommt und sagt, wer ist der Fahrer des Autos? Dann ich so, ich. Dann die so, nein, wer saß da drin? Ich so, ich. Man konnte nicht glauben, dass ich da drin saß. Weißt du, was ich für ein Glück hatte? Und ich schwöre euch, ich hatte nichts. Nicht mal so ein Kratzer vom Fingernagel im Kopf. Nichts. Ich so, ey, mein Vater wird mich umbringen. Oh mein Gott. So, dann haben die meinen Vater angerufen und so. Und ich habe in der Stimme von meinem Vater gehört. Und es war 2 Wochen später. Ja, 3 Wochen später oder so. Dann habe ich in der Stimme von meinem Vater gehört, dass der wirklich mich umbringen wird. Ich habe in der Stimme gehört, scheiß drauf, ich habe noch 10 andere Kinder. Der wird nicht fehlen. Und dann, als mein Vater das Auto gesehen hat, glaube ich, hat so verdeckt, hat er geheult und hat sich dann bei mir entschuldigt und mich richtig umarmt, weil er so froh war, dass ich überlebt habe. Der konnte das nicht glauben, als er das Auto gesehen hat. Total Schaden. Bruder, total, ich habe mich überschlagen. Ich bin so leidlang, das Auto hat so abgehört, ich habe mich überschlagen und so. Dann hat die Polizei noch zu meinem Vater gesagt, das Glück, das dieser Junge hat, haben wir doch immer darüber geredet, dass ich mehr Glück als Verstand habe. Kann man nicht beschreiben. Erstmal ist er hier in einer der die Bahn, also diese Brücke in Bonn ist so befahren. Erstmal, wieso hat er Glück, dass hier niemand ist? Normalerweise wären 20 weitere Autos in den Rhein gefahren. Da war irgendwie leer. Plus noch angeschnallt. Das war auch noch Glück. Und Auto überschlagen. Und ich hatte nix, nicht mal so ein kleiner Finger ist mir gebrochen. Ich hatte einfach nix. Keine Prellung. Nix, dass Leute, ich weiß noch, als wir dann so der Familie, weil mein Vater hat ein Bild von dem Auto, dass wir das gesagt haben, die haben teilweise es nicht geglaubt. Ich kann mich noch erinnern in der Familie. Die haben gesagt, was, wenn ein anderer gefahren ist und dein Sohn will den decken. Die haben gesagt, es kann nicht sein, dass der in diesem Auto drin ist. Das kannst du dir nicht vorstellen, wie das Auto aussah.
Krass. Und ich hatte nix, Alter. Hast du mir das schon mal erzählt? Ja, ich hab dir das schon mal erzählt. Ich hatte nichts. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Ich hatte wirklich nichts. Und das war wirklich so. Und alles nur, weil du das suchen wolltest? Und dann ein MP3-Player. Aber warum? Weil ich Musik hören wollte. Ja, aber in dem Moment weißt du doch, wie willst du unten und... Daran denke ich Esel doch nicht. Ich bin doch hängen geblieben. Boah, und dann, da war aber dann so, dass du dann so vorsichtig geworden bist, was Auto betrifft. Ja, aber dann kam ja noch ein Unfall. Der zweite Unfall war vor dem Mercedes, stimmt, weil dieser Mercedes-Unfall hat mich dann geändert. Also, warte mal, was war da der zweite Unfall? Der zweite Unfall war, glaube ich, an der Hauswand. Ja. Ja, ja, ich komm so reingefahren und mein Vater so, du schaffst das nicht so rein. Ich so, doch, ich schaff das. Fahr und dann mit dem Motor genau in die Hausecke so rein. Ja. Einfach so ein V. Ja. Auch dann der Typ, Reparatur ist teurer als das Auto selber. Weil es ist ja nicht so, dass mein Vater mir so 20.000 Euro Auto gekauft hat. Weil der meinte, er muss lernen, der hat mir so Opel Corsa und so gekauft. Aber der Mercedes-Unfall hat sich geändert. Ja, ja. Der hat mich geändert. Guck mal, stimmt. Das wisst ihr, ne? Sagst du nicht selber immer, Alter, ich hasse es, wenn Nisa fährt, der fährt wie so eine Oma. Ja. Das kommt wegen dem Unfall. Ich habe so einen Knacks bekommen. Ja, aber du fährst wie eine Oma, so 60 auf der Autobahn, aber trotzdem unsicher. Ja, das ist ja egal. Weil ich mir denke, wenn ich langsam bin, kann nichts mehr so Schlimmes passieren. Ihr könnt euch auch nicht diesen Schock vorstellen, den ich hatte, als ich hochkomme im MP3-Player. Und dann war wirklich die Leitplanke, ich habe sie dann gesehen. Aber dann war es zu spät. Genau, und ich weiß noch, ich bin so reingefahren, das Auto hat irgendwie so, ist die Schnauze ging so nach oben und dann bam, überschlagen. Boah, ihr wisst auch nicht, was für ein Gefühl das ist, du weißt gar nicht, was abgeht. Du siehst totnah. Ja, du weißt auch nicht, was abgeht gerade. Und dann, wenn du aussteigst, du denkst so, jetzt im Nachhinein muss ich lachen, weil ich guckst das verbrannte Auto an. Die Leute wollen kontrollieren, weil durchs Adrenalin spürst du ja nicht. Vielleicht ist so eine Rippe in deine Lunge reingebohrt. Ja, ja. Aber das erste, was ich gedacht habe, ey, mein Vater wird mich umbringen. Krass. Du hast dreimal Glück gehabt. Auch, dass das Auto so total stand, dass dein Vater Mitleid hatte. Ja, Glück. Die zwei anderen Autos, jetzt die zwei Unfälle, war jetzt nicht so, dass dir da hätte viel was passieren können, oder? Wenn du so zurückfährst einfach. Oder sagt das nicht, Leute sind 30 gestorben. Stimmt auch. Oder eine Frau aus Köln. Schleudertrauma hätte ich bekommen können. Gott hab sie selig. Die ist einfach gefahren und da ist einfach so eine Außenmauer aufs Auto. Das ist nicht witzig, aber... A3. A3, ne? Ja. Wie eine Außenmauer. Du kennst doch diese Schallschutzmauern, wo so Lärm... Die hat sich einfach gelöst, ist einfach auf die... Du guckst mich so an. Warte. Ey, voilà, das ist nicht schön. Das ist nicht gut. Warte. Also wie in so einer Cartoon-Folge, so Bock. Ja. Und war das Auto war platt dann? Ja, sie auch. Also ich meine, sie ist dann gestorben leider. Hatte sie dieses Dach oben auf? Zum Lüften? Boah, das war eine Tonne Mauer. Die arme Frau, Gott hab sie selig. Okay. Deswegen, man hat immer ein, man weiß nie. Leute, 30, 40 km/h. Ist schon mal aufgefallen, dass, Bruder, du kannst mit 20, mit diesem E-Scooter... Da haben sich Leute was gebrochen. Ja, brechen ist aber immer noch besser als sterben. Ne? Ja, aber ey, guck mal. Diese E-Scooter sind schon sehr gefährlich, Alter. Ja, da haben auch... Ey, warst du dabei, wo sich diese alte Düsseldorf aufs Maul gelegt? Nein, da warst ja, nicht... doch. Aber da hast du nicht gelacht? Nein. Aber warum nicht? Stimmt, da hast du gar nicht gelacht, du hast sogar Mitleid gehabt. Ja, weil die mir echt wehgetan, weil sie geweint hat. Genau, und die war so mit ihrem Mann, die wollten so romantisch machen. Und du bist aber direkt hingegangen. Die erdet mir voll, weißt du, wie die aufs Maul geflogen ist? Ja. Wie so ein Stuntman, der sich für John Wick 5 bewirbt. Guck mal, wenn jemand weint, in dem Moment, dann kann ich nicht lachen. Ich muss weinen, also. Aber wenn jemand einfach so und aufsteht und dann so künstlich lacht und den Schmerz zu wenden, dann lache ich mich tot, Alter. Ey, die Arbeit hat mir echt leid getan. Und dann der Ehemann. Als Mann hast du ja dieses Gefühl, deine Frau schützen zu wollen. Und yeah. Er sieht einfach, wie seine Alte sich so blamiert und bloß macht. Aber ey, und jetzt so auf romantisch getan. So. Die ist aber hingeflatscht, die Arme. Ey, ne? Die ist richtig hingeflatscht. Ja, Mann. Deswegen Autofahren, wirklich, bitte seid vorsichtig im Verkehr. Das ist echt kein Spaß. Wirklich nicht. Es kann so schnell vorbei sein. Guck mal hier. Ja. Es hätte auch ins Auge gehen können, wie man sagt. Das stimmt. Man weiß nie. Auch wenn du nicht schuld bist. Das ist ja das Schlimme. Weißt du, wo ich immer Panik habe, aber wirklich Panik?
Kennt ihr das, wenn so richtig Glatteis ist und es schneit? Ja, und, ja. Weil dann, du kannst dich ja auch nicht auf dein Umfeld verlassen, was du ja sowieso nicht kannst, aber dann noch weniger. Das heißt, ich fahre sogar dann extra so 6 km/h und so, aber du weißt nie, wenn... Ja, so ein Unfall, dann siehst du's, du siehst ja meistens nicht kommen. Das, ich hasse das ja, auch auf der Autobahn, auch wenn ich auf der linken Spur fahre, immer wenn ich an einem Auto vorbeifahre, egal ob es 100 Autos sind, ich bremse immer ab und gucke 100 Mal mehr. Ja. Weil ich habe Angst, dass da jemand drüber zieht. Ja. Guck mal, jetzt letzte Woche den Unfall, den wir hatten, ne? Das war jetzt nicht so heftig. Aber das Erste, was man überlegt hat, so, okay, ist alles in Ordnung, so, ne? Geht's dann gut. Zum Glück ist der Airbag nicht rausgekommen. Wäre der Airbag rausgekommen, wären wir am Arsch gewesen. Weil durch den Airbag-Aufprall kriegst du ja richtige Prellungen im Gesicht und so. Ja? Ja, ich sag, das dämpft. Es dämpft, es schützt sich, aber allein von diesen Platzen und dann kriegst du richtige Prellungen und so. Und ich, als das Auto so gedreht hat und uns die Vorfahrt genommen hat und ich, wir sind da voll reingefahren, dachte ich mir so, nur in dem Moment, geh nicht Airbag an, bitte. Ist nicht angegangen. Boah, Gott sei Dank. Ja, aber der Räder hat gut reagiert. Ja, Mann. Hat nochmal gebremst, aber war nass. War nass. Wäre es nicht nass gewesen, wären wir nicht reingefahren. Nee, echt jetzt? Ja, ja. Wär's nicht, es hat noch geregnet an dem Tag. Ja. Der hat uns einfach die Vorfahrt genommen, Alter. Der ist einfach gekommen, so ohne. Und der hat auch telefoniert. Pass. Oh. Ja. Habt ihr das gesagt, Polizei? Nee, ich hab's meinem Anwalt gesagt. Wird er das. Ja, der Polizei kam und hat gesagt, ja, der ist hundertprozentig schuld. Der hat gesagt, nicht böse zu ihm. Ja. Seien Sie mir nicht böse, aber hier, wie es alles aussieht, Sie dürfen hier nicht wenden. Der hat ja mitten auf der Straße ist einfach plötzlich gewendet. Geil. Das heißt, er kam da nicht. Denkst du, hätte er sonst versucht, rauszukommen oder war das so ein ehrlicher Typ? Nee, ich denke nicht. Also, der war ja ein Uber-Fahrer. Ja. Das Auto gehört nicht mal ihm. Er wird bestimmt nicht sagen, dass er telefoniert hat. Ja, das ist klar. So, und also ich glaube, wie ich das so rekonstruiere, wie das passiert ist, ich glaube, dass ein Fahrgast ihn gerufen hat. Und dann hat er gesagt, ja komm, den nehme ich jetzt mit. Den nehme ich mit und hat dann einfach beim Telefonieren nicht daran gedacht oder nicht geguckt. Und hat einfach gedreht und wir waren 15, 20 Meter vor ihm. Vielleicht hat ein Taxifahrer den reingelegt, um die Konkurrenz so, zu dann hat er so, ist er so gekommen, so gedreht, also einfach so. Ah. Und dann, ich sag zu Reda, bremst. Und dann hat der hat auch gut reagiert. Aber auch Schock bekommen wahrscheinlich. Ja, ja, und dann, das war so, gebremst und dann machst du und dann bam. Bam. Hat trotzdem nicht gereicht, ja. Ja, ja. Das ist das Schlimme. Ja, da zu schnell, das war zu kurze Distanz. Aber mal gut, mal egal, gucken. Hauptsache nichts passiert. Hauptsache alle sind gesund. Ja, ja, deswegen ist alles gut. Ey, das war so geil, wo du so abgefuckt warst wegen dem Unfall. Ey, ich hab so einen Unfall und ich so, Cheyenne, scheiß doch drauf, lass dir die Laune nicht schwimmen. Wenn du so, Junge, du hast so einen Kratzer in deinem Sitz gehabt, du hast 6 geweint. Ich so, ja, das stimmt, aber guck mal. Ja, ja. Nee, Hauptsache, das ist gefährlich. Also, mein Vater hat auch die größte Angst, das hat er immer, sagt er, wenn du im Auto irgendwo hinfährst, zu Nisa oder so, sagt er, das ist die schlimmste Nachricht. Findest du, okay, man soll sein Leben nicht von Angst beherrschen lassen, aber wäre es nicht besser, wenn es wirklich dieses ganz nasse Glatteis gibt und so, dass man sagt, ey, ich fahr nicht? Ja, also wenn du es vermeiden kannst, fahr nicht. Ehrlich, ne? Ja, ja. Weil es ist ja auch, es hat ja nichts mit dir nur zu tun, weißt du? Also guck mal, für was? Wenn es nicht ein lebenswichtiger Termin ist, auch so, an so Punkten würde ich sagen, lieber nimm einen Zug. Ja, aber bei dieser Kälte, da kackst du richtig. Ja, aber, ey, aber besser. Boah, weißt du noch unsere Fahrt? Diese eine Horrorfahrt? Boah, welche? Ich glaube, da kamen wir von Stuttgart, sind wir nach. Von Stuttgart nach Wuppertal sind wir da gefahren. Was war da? War da auch so. Oder sind wir von München nach. Es war nachts. Es war so kalt. Es war so. Es hat geschneit. Und es hat auch geregnet dabei. Und es war dieser Schnee, dass man so nicht mehr als 20 fährt, sonst. Und genau. Man rutscht sowieso schon. Ja, ja, wir sind die ganze Zeit gerutscht. Boah. Kannst du dich erinnern? Nee. Da habe ich doch gesagt, okay, Nisa, du hast für mich den größten Respekt aller Zeiten. Das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Kannst du dich nicht erinnern? Nee. Was war denn da? Was habe ich da gemacht? Ja, du hast. Deine Zeit war und du hast dir die Pause genommen und bist raus in die Kälte. An der Raststätte. Ja? Ja. Trotz des Regens? Trotz Regen. Und dann kamst du voll erfroren zurück und du so, ich gehe jetzt und dann, wenn ich wiederkomme, dann mach Heizung, volle Pulle an. Ja, und das war noch, was war das für ein Auto? Das war mein Opel, nee, was hatte ich für ein Auto? Die ist rote, ne, was war das?
Renault Clio. Renault Clio, ja, das hat uns ja oft. Boah, in dem Auto noch? Ja, diese Clio und diese volle Pulle Heizung heißt so jetzt eins. Ja, ja, genau. So, und dann habe ich angemacht und ich sagte, ey, das zieht das nicht durch, ne? Und dann hast du genommen, bist in den Kofferraum, bist dahin und dann bist du zurückgekommen. Das war schon sehr krass. Und es hat auch noch geblitzt und so. Ja. Regen, kalt. Und dann kann ich mich erinnern, er kommt ins Auto zurück, ne? Klitschnass. Tot. Tot, ich schwöre, der konnte so halbe Stunde nicht reden. Der war so erfroren. Es war, kannst du dich nicht mehr erinnern? Nee. Der war so, jetzt so ein bisschen, wenn du sagst, ja. Und dann, wo ich, da habe ich noch zu dir gesagt, ich glaube, wir hatten noch 100 Kilometer. Ich sag, ey, Nisa, ich bin so müde. Dann hast du gesagt, ich fahre weiter. Ich habe gesagt, lass du hier ein Hotel nehmen. Du so, nein, nein, komm, die restlichen schaffe ich noch. Ja. Und dann kamen wir an. Daran erinnere ich mich, dass du dann und so dann haben wir irgendwo im Wuppertal geparkt, in so einem Berg. Es war alles Glatteis. Wer hupt hier? Türkische Hochzeit oder kurdische Hochzeit? Heute ist Mittwoch. Das sind keine Hochzeiten. Vielleicht Hochzeitssaal. Das war ein sehr, sehr krasser Abend. Ja, Mann, also Verkehr ist echt, was du da auch für Sachen. Ey, wie viele Autobahnen sind wir gefahren, Alter? Ja, wir haben, also Autobahn wird noch. Also allein mit dem Clio sind wir, glaube ich, zusammen 100.000 gefahren. Ey, wie hat der Wagen so viel überlebt? Boah, der hat uns gerettet, ne? Boah, du weißt noch, dieses gelbe Postauto, das ich hatte, mit kaputter Achse? Welches gelbe? Ich hatte so ein gelbes Postauto, doch. Da warst du auch schon da. Das war so richtig hässlich. Das hat der Erik mir klar gemacht. Und dann auch mal so die Achse gebrochen. Und so, stimmt! Kannst du dich erinnern? Ja, und dann kam dieser Beetle. Ja! Der Beetle, den hat meine Mutter mir geschenkt. Genau. Das war das alte Auto von meiner Mutter, ja. Krass. Ey, was wir erlebt haben, ne? Ey, und immer diese Probleme. Und boah. Autobahn stehen bleiben, ja. Auto funktioniert nicht, Kette kaputt. Du fährst mit meinem Führerschein, bist erwischt. Ja. Also. Das ist ganz krass. Ey, wie krass, ne? Was für eine Zeit. Was für eine Zeit, ohne Witz. Aber wir hatten Spaß. Aber wer die Kings? Wir hatten immer Spaß. Wir haben immer gelacht, so immer. Das war schon eine krasse Zeit, ne? Ey, das war schon lustig. Ey, weißt du noch, wo wir gelacht haben, wo wir in Düsseldorf waren, ins Auto eingestiegen ist und dann habe ich gesagt... Da hast du gesagt, ich such den Ladekabel. Das war das erste Mal, wo du gesagt hast. Ich hab's gerade nicht gehört, ja, jetzt lief ich dich richtig. Ja, ey, das hat so gepasst in dem Moment. Ey, das war schon geil. Bruder, wir haben einfach eine Tour gemacht. Ja. Ruhrpott, dies, das. Wir waren überall. NRW. Ey, sind wir nicht mit diesem Auto nach Berlin gefahren? Ja. Ja, okay, das ist hängen. Bruder, wir waren da mit in Stuttgart oder München. Was war mit uns? Dass wir in so einem. Wir hatten keine andere Wahl. Sind wir nicht in diesem Auto? Wir hatten das Soundsystem. Das stimmt. Sind wir nicht in diesem Auto auch? Ja. Da, wo wir zu den Auftritten gelegt haben und so? Ja, da haben wir doch extra woanders geparkt, dass uns keiner sieht. Und Rick Astley gehört, never gonna give you up. Das war diese Fahrt. Genau. Da hast du mich ja getestet, wie immer. Ja. Bist du ein wahrer Freund, kennst du diese Songs? Ja, dann hab ich so 80s-Playlist und du kannst alle Songs. Ja, aber du immer bist du Hook und dann kannst du die. Das war aber geil. Krass, Alter. Ey, das war schon stylisch. Ey, dieses Auto hätte ich niemals verkaufen dürfen. Ja, so als Kult, dass wir so in 60 Jahren so... Ja, das war so ein Museumsauto. Was hast du eigentlich damit gemacht? Mein Vater hat es für gutes Geld noch verkauft. Echt? Ja, Mann. Wie viel? Ich habe, glaube ich, damals 1.600 Euro bezahlt. Wir haben es noch für 1-2 weggekriegt, glaube ich. Boah, nachdem du so 7 Milliarden Kilometer drauf gemacht hast. Ja, aber der hat ja einen Mega-Deal gehabt. Der hat das Ding ja mit ganz wenig Kilometern gekauft. Ah. Das war ja fast ein Neuwagen. Okay. Aber dafür habe ich ja mein anderes Auto dann hergegeben müssen. Ja, und dann kamen ja diese Mietzeit-Autos-Geschichten. Ja, bei Europcar und so. Das war krass, da warst du so der King, Alter. Ja. Über Facebook hast du alles geregelt. Ja, damals. Ein Post bei Facebook, egal wo wir waren, es wurde geregelt. Damals war diese Macht, aber die habe ich mich verspielt. Kommt wieder. Ey, das war geil. Ey, diese Mietauto-Zeit. Das war geil. Und auch immer von der Hand in den Mund. Ey, jetzt haben wir diese Woche den Mietwagen. Ey, ich hab da klar gemacht, wir müssen dahin. Ja. Chillen wir so tief. Wir waren Hustler. Richtige so Hustler. So wie du die jetzt. Ja, wie du die jetzt. Der so, ja, lass langsam Arena buchen. Lass. Ey, das war schon eine geile Zeit. Arena wärst du dabei gewesen, ne? Ja. Und wir waren schon berühmt. Ja. Also nicht so jetzt wie jetzt, aber uns kannten schon Leute. Und dann Leute wollten uns immer einladen und der, ich hab so nach, kennst du das, diese Ausländerart? Ey, ich komm, das Essen geht auf mich. Nein, nein, alles gut. Ja, okay, komm mal, aber nächstes Mal auf mich so. Der hat's ja immer übertrieben. So 15 Minuten, niemals! Niemals, ich bin kein Mann! Der so, ey, Nisa, ihr habt mir Werbung gemacht, Insta gepostet, dieser.
egal, scheiß drauf, das habe ich so gemacht, weil du ein Korrekter bist. Und ich so, hör doch auf, Alter, wir müssen die nächste Woche überleben. Gut gehustelt, Alter. Ja, gut. Auch mit Essen immer. Aber wie haben wir immer überlebt? Boah, wir haben jeden Tag gegessen. Und wir sind gut rumgekommen. Ja, wir sind echt gut rumgekommen. Das war eine geile Zeit. Überlebenskünstler. Ja, Hustler. Ja, wir sind Hustler gewesen, ja. Überlebenskünstler. Jay-Z, den Song. Aber Hustler, aber weißt du, was hast du mich gemacht? Vielleicht, bei mir weiß ich ja, wann plötzlich mein Wendepunkt kam. Das weiß ich, aber bei dir weiß ich nicht mehr. Was war plötzlich der Punkt? Ich weiß nur, wir haben gesagt, wir gehen zurück. Ja. Dann bin ich ja zurück zu meinen Eltern gegangen. Ja, ich bin auch zu meinen Eltern zurück. Bin ich zurück und gesagt, okay, hat keinen Sinn mehr. Und dann, glaube ich, ist ein Video von mir viral gegangen plötzlich. Und dann ist so alles durch die Decke gegangen. Ja? Ja klar, da ist doch der Typ mit der gegen die Stange gelaufen. Okay, bei mir war es... Der Typ ist gegen die Stange gelaufen und das viral gegangen. Bei mir war es, ich hatte bei Sat.1 diesen Auftritt und dann habe ich Management-Deal bekommen. Und dann fing an, diese Auftritte reinzukommen. Und dann konntest du leben von Stand-Up-Comedy. Stimmt, stimmt, krass, ne? Ja. Boah, was eine Zeit, ne? Das ist alles so parallel immer geschehen. Ja, das immer war alles so, gleichzeitig. Immer so gleichzeitig. Wenn ich weiß noch genau, wo wir die E-Mail geschrieben haben für Sat.1. Ja? Ja, klar. Kannst du dich nicht erinnern, wie es war? Nee. Hä? Ich will daran kann ich echt nicht erinnern. Weißt du es nicht? Nein. Ich weiß genau. Ja? Ich hatte deinen komischen Windows-Laptop, der so groß ist wie so ein 32-Zoll-Fernseher. Wir waren in Wuppertal auf der Couch. Und du hast mir gesagt, ey, wir müssen irgendwas für mich finden. Ne? Ja. Und dann habe ich auf Facebook gesehen, dass Richtig Witzig wieder eine neue Staffel rausbringt. Und dann sind wir auf RTL gegangen und haben versucht, die E-Mail-Adresse herauszufinden, um dich zu bewerben. Genau, dann haben wir haben eine E-Mail geschrieben, aber die E-Mail war nicht der Grund, dass sie sich bei mir gemeldet haben. Nee, die haben danach das gesehen. Genau. Die haben nochmal recherchiert. Nee, der Grund war die Nina. Ich habe Nina gefragt, weil Farid kannte doch Nina. Weil die nicht geantwortet haben, genau. Und dann hat Nina das festgemacht. 2 Anrufe. Genau. Zack. Genau, und dann habe ich dadurch den Management-Deal bekommen und dann kamen so Auftritte rein. Ja, Mann, das war echt eine geile Zeit. Ey, meine Karriere hat begonnen, weil ein Typ gegen die Stange gelaufen ist, ne? Ist das das Video, das dann so richtig durch die Decke ging? Ja, das war das erste Video. Das war aber nicht dein erstes Straßeninterview-Video? Nein. Weil du warst ja schon bekannt, das weiß ich ja. Das war das dritte oder vierte Video, aber du hast ja mit den ersten 2, 3 Videos nichts verdient. Du konntest nicht davon überleben. Boah, und dann, ey, stell dir vor, wir hätten da schon angefangen zu podcasten. Das Lustige ist, ich lerne die Sack kennen, ich schwöre. Boah, der hat schon Millionen von Klicks gemacht. So wie dieser Autobit, MP3-Player. Sag ich zu dem, ey, du hast schon bei YouTube deine Monetarisierung angemacht. Nö. Ich weiß noch, ich hab's nicht gemacht. 2 Jahre lang hat er bei YouTube wirklich Geld verschenkt. Ja. Und dann sag ich, ey, was für ein dummer Idiot, gell? Damals noch, wo die Witzemixe so 300, 400.000 Aufrufe gemacht haben. Was passiert 2 Jahre später, passiert mir das Gleiche. Mit Facebook, ja. Ich rufe den so an. Ich so, ey, Nisa, bei mir läuft nicht so gut. Ich brauche irgendwie Hilfe. Hast du eine Idee und so? Der so, mach doch Facebook. Ja, wie? Ja, ey, du musst es anmachen, die Monetarisierung. Du musst die Monetarisierung anmachen. Mir passiert das Gleiche. Ich mach das an, durch die Decke. Aber das war ein Fehler, dass du da auf mich gehört hast, weil du hast einen erfolgreichen Monat. Und das berechne ich immer noch. Ich sag dir, egal was. Das war mein Untergang. Das war dein Untergang. Das war so geil, wo du von mir auch. Du so, ey Bruder, ich hab das einmal gehabt. Du erzählst immer rum, ich bin dir das jeden Monat. Das ist krass. Und weißt du, ey, ich halte es so lustig, manchmal, als er gesagt hat, Nisa, ich hab das Facebook-System jetzt noch mehr gecheckt. Guck mal, alle 30 Tage postest du doch mal das Gleiche und das funktioniert immer. Ich so, niemals. Doch, ich bin doch nicht mehr weiß, ich hab's analysiert. Ein Monat später sagt er, Bruder, ich brauch was anderes. Das klappt doch nicht. Das ist geil. Ey, das Weil wie viele Minuten sind wir? 44. Oh! Eine schöne 45er Minute. Ja, 45er. Aber die Leute, wir meckern wieder. Oh, ihr redet immer wieder über das Gleiche, über eure alten Zeiten. Und so. Ja, das ist Liebe. Ja, das ist die Liebe. Und außerdem... Love is in the air. Na, 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 na. Außerdem ist heute meine Geburtstagsfolge. Ich kann mir wünschen, was ich will. Genau. Und, ja, das ist doch der Style. Wenn du einen Jason Statham für... Die meckern über uns, aber gucken 10 Too Fast, Too Furious Filme. Gucken 20 Filme von The Rock, wo jedes Mal The Rock sich selber spielt. Das stimmt. Also, meine Damen und Herren, abonniert. Ihr geht jedes Mal in Meckes. Ihr esst jedes Mal den gleichen Döner. Ja, außerdem, der Podcast ist ja für uns. Genau, das ist für uns. Da, wenn wir über alte Zeiten sprechen wollen und gerade in die Nostalgie schwingen. Darf ich dir noch 3 Fragen stellen? Ja, klar.
weil ich gehe jetzt so, wir gehen jetzt so populäre deutsche Duos. Und ich will, dass du mir die Wahrheit sagst. Ja. Denkst du, wir fangen klein an, denkst du, Nizar und Cheyenne ernsthaft werden so bekannt wie Elton und Simon? Wenn wir Situationen meistern, ja, kann das passieren, ja. Da, ich muss aber vorher fragen, sag mal bitte, dass du Elton vs. Simon gerne geguckt hast. Ja. Ey, da waren so behinderte Challenges. Kennst du die Challenges, wer sich so am wenigsten bewegt, dass sie sich so... Wir müssen später mal auf YouTube gucken, dass du... Ja, denkst, und irgendwie auch mit nicht schlafen oder so. Genau, genau, genau. Zwei immer Versus, so. Aber mit so ganz gestört, die haben nicht so normale Sachen gemacht. Ey, wir spielen Tennis gegeneinander. Denkst du, Nizar und Cheyenne werden so bekannt wie Erkan und Stefan? Ich weiß nicht, wie bekannt die waren. Die hatten auch Kinofilme, haben die sogar so bekommen zu ihrer Hochzeit. Nee, das nicht. Ist doch scheiße. Ja, okay, dann brauche ich die Dritten gar nicht zu fragen. Mein Sag Drittes doch. War Joko und Klaas. Das ist die Speerspitze. Nee, werden wir nicht. Ist das so das berühmteste deutsche Entertainment-Duo? Ja, ne? Das Problem ist, die sind alle nicht überholt. Wir sind zu deutsch, deswegen. Ja, wir sind zu deutsch. Genau. Wir sind zu deutsch. Umso Joko und Klaas. Weil der Älteste da oben, ja, der sagt, die sind mir zu deutsch. Ja, die sind mir zu deutsch, ja. Weil das ist ja das Fernsehen stirbt immer mehr aus. Genau. Sie wollen mehr junge Leute ziehen. Mhm. Allerdings wollen auch ihre alten Leute nicht verkraulen. Verkraulen, ja, das stimmt. Und deswegen sind wir zu deutsch. Ja, das stimmt. Also Elton und Simon, das schaffen wir, ja? Ja, weil die dann nicht mal an uns vorbeikommen. Okay, Erkan und Stefan, was ist 50-50? Ja, klar. Aber Joko und Klaas, nein. Nein, ich werde dir beweisen, dass wir es schaffen, ich schwöre. Ja, okay. Ja. Weil die müssen ja auch irgendwann wegsterben. Die haben aber genau. Aber wie lange waren die am Start? 15 Jahre? Wer? Joko und Klaas? Ich weiß gar nicht. Und die haben ja 1000 Sendungen auf, die haben ja alles. Ich habe jetzt die Karin nicht so verfolgt. Ja, ja, weil, ja, ich fand, ich, die sind mir ein Begriff, weil die halt zu berühmt sind. Aber ich habe auch denen ihre Sachen nicht geguckt, weil ich die halt nicht so unterhaltsam finde wie so ein Rap. Man muss aber ehrlich sagen, das ist Geschmackssache, weil Erkan und Stefan finde ich überhaupt nicht unterhaltsam. So, aber Elton und Simon, ich bin gestorben. Ich finde auch diese Street-Comedy von ihm geil. Simon, ja. Ey, Simon, komm doch mal rum. Ja. Jetzt mal ernsthaft, der ist ja wieder am Start auf Insta, ne? Der macht ja die Street-Comedy. Simon, schreibt mal alle Simon, markiert den Simon. Simon, ich schwöre, ich war so Fan von dir. Bitte komm vorbei, das wird richtig geil. Ey, der hat so... Liebe Grüße an Simon. Vielen lieben Dank an alle. Geht auf www.nisa.tv. Besucht mich auf den letzten Stopps der Tour. Düsseldorf, Albstadt, Stuttgart, ich komme überall hin. Folgt alle Cheyenne Garcia auf Instagram. Wir lieben euch alle. Ciao. Ciao.